Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pixelgun 3D. Hier vom Kanal wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Und ihr seht schon, ich habe hier endlich das neue Update. Ich habe hier gestern ein Video hochgeladen. Ja, da hatten alle schon das neue Update. Nur ich noch nicht. Da haben auch viele in die Kommentare geschrieben, Danny, wieso hast du das Update noch nicht? Obwohl ich es eh im Video erwähnt habe, dass ich irgendwie nicht das Update bekommen habe. Aber hier haben wir es und ich möchte es jetzt gerne gemeinsam mit euch erkunden, Leute. Wir können hier noch eine Glückstruhe öffnen. Ich habe ja gestern vergessen, eine Truhe zu öffnen. Viele von euch sind ja auch draufgekommen und wir bekommen hier gleich mal ein paar Tickets für die Minispiele. Sehr, sehr nice. Das Einzige, was ich alleine schon hier erkundet habe, sind die Minispiele, Leute. Aber wir gehen hier mal auf die Fertigung. Das ist das, was mich sehr, sehr, sehr interessiert, denn das ist ein neuer Punkt. Minispiele kann sich jeder was vorstellen. Aber hier Fertigung? Hä? Okay, klicke auf die Verzierung. Neuer Gegenstand. Klicke auf große Verzierung. Okay. Und dann können wir hier Increase Gadget Efficiency. Okay. Das heißt, wir können das jetzt einfach so hinter uns bauen und können uns dadurch noch einen Vorsprung holen. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ich will das jetzt nicht beschleunigen. Aber ja, Wasserpumpe erstellt. Ihre Belohnung 5 Erfahrungspunkte. Die Belohnung holen wir uns natürlich gerne. Und die Animation hier hat auch richtig geil ausgesehen. Dieses Update gefällt mir richtig geil, dass sie das hier so, ja, erweitert haben, dass man hier auch was machen kann. So, man kann sich hier also noch einen Panzer holen. Wird auch okay. Das stellt sich also alles hier rein. Alles klar. Man kann also nicht mehrere Sachen gleichzeitig haben. Gelände können wir hier auch noch, aber sonst noch was. Verzierung, Haus für die Haustiere, Gebäude. Was gibt es hier? Lager. Basislager. Platzieren wir gleich mal, Leute. Platzieren wir gleich mal. Oh, da steht schon. Alles klar. Tor. Tor haben wir auch hier hinten. Was kann das? Gives a chance of higher rocket jump. Okay, es gibt nur eine Chance. Wir haben ja im letzten Video einige Kisten geöffnet. Das waren sehr, sehr viele Kisten. So, Zaun können wir auch noch. Was gibt es hier? Increase the efficiency of wear. Wear, also das, was wir anhaben. Was gibt es hier? Das auch. Der sieht richtig, richtig nice an. Steinmauer auch. Ja, komm, wir gönnen uns hier einfach mal die fette Steinmauer, Leute. Das dauert jetzt mega lange zum, ja, zum, das, damit es schneller hier, also das dauert hier sehr, sehr lange zum Bauen. Bauen war das Wort, was ich gesucht habe. Also wir müssen hier schon mal lange warten, alles klar. Hintergrundgeräte gibt es hier auch. Sehr, 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 sehr cool. Ich bin wirklich, ja, wirklich erstaunt, was hier Pixelgun gebracht hat. Und wir werden hier gleich mal in ein Minispiel starten. Auf Zeit, tödliche Spiele. Komm, wir machen hier mal ein tödliches Spielezeug und da gibt es sogar eine Rangliste für die ganzen, ja, für die ganzen Minispiele und ich bin schon gespannt, was das so kann. Das kostet jetzt ein Ticket, wir haben ja 100 Tickets von Anfang an erhalten und keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Wahrscheinlich einfach ein normales tödliches Spiel spielen. Komm, los geht's. Und man kann danach auch die Minispiele bewerten. Leute, was sagt ihr zum neuen Update? Was sagt ihr zum neuen Update? Und können wir schon den killen? Nö, können wir nicht. So, nein, ich will da nicht gehen. Da kill ich mich nur selber mit meinen Sprungskills. So, ich gehe einfach mal den Gegnern hier nach. Keine Ahnung, wo die hin sind. Keine... das killt mich. Das war jetzt knapp, Leute. Das war jetzt knapp. Muss ich hier... So, wo sind die Gegner? Man hört sie hier überall schießen, aber ich finde sie nicht ab. Ja, wie findet ihr das neue Update? Das mit dem Bauen finde ich ziemlich, ziemlich nice, dass man sich da noch Vorteile jetzt zum Gegner holen kann. Und da habe ich schon verloren, Leute. Turnier abgeschlossen. Turnier abgeschlossen. Was ist denn euer Lieblingsspiel momentan? In die Kommentare bitte damit. Und ja, komm, wir probieren es einfach nochmal hier. Wieso haben sie wirklich die blödeste Arena für dieses Minispiel ausgesucht? Das finde ich nicht cool, denn ich mag die Arena gar nicht bei den tödlichen Spielen. Aber na gut, wir haben ja keine andere Wahl. So, Gomme HD ist, glaube ich, hier nicht der echte, der das hier spielen wird. Und wir starten gleich mal rein. So, und es zählt nicht mehr so langsam runter. Finde ich auch cool. Und man kann jetzt schneller los. Hey, oh, da ist die Waffe. Hätte ich jetzt fast nicht bekommen, Leute. So, da haben wir gleich mal einen ersten Kill. Das war so ein Messertyp, der sich hier einfach ab... Der einfach wartet, um die anderen zu messern. Und den werden wir uns auch noch holen. Ah, komm, jetzt, da haben wir einen Double Kill, Leute. Headshot. Alles drum und dran. Letzter Rivale. Letzter Rivale. Wo bist du? Da ist eine Mine. Wow. Nein! Nein, bin ich wirklich in die Mine in die Mine getreten? Anscheinend. Aber wir haben hier trotzdem. Sind hier Erster. Finde ich cool. Was ist jetzt, wenn ich das beende? Okay. 82 Punkte habe ich. Alles klar, das Hauptziel ist, der letzte Überlebende zu sein, zerschlage Truhen, um Waffen und Gegenstände zu finden.
Okay, gibt es vielleicht jetzt hier nicht mehr? Ah, alles klar, Leute. Es gibt hier also nicht mehr tödliche Spieler. Tödliche Spiele ist jetzt nur noch ein Minigame. Alles klar, alles klar. Und da ist dann wahrscheinlich dann auch noch Zufallskarte. Okay, Leute, ich habe gesagt, wir müssen hier uns das zusammen hier durchschauen, was es hier alles gibt. Parcours-Herausforderung, finde ich hier interessant. Schieße die Blöcke ab, finde ich noch interessanter. Das habe ich schon einmal gespielt, bin ich aber nicht ganz klar gekommen damit, denn die Blöcke lösen sich unter einem auf und das habe ich nicht, ist nicht ganz in meinem Kopf reingegangen, dass es so ist und da bin ich so, nein, ich wollte es nicht beenden, habe hier trotzdem 4 gezahlt. Ich habe trotzdem 4 Tickets gezahlt, obwohl ich das nicht wollte. Schade. Na gut, wir probieren es einfach nochmal. Ja, Minispiele, ich finde das richtig, richtig geil. Das ist mal was Neues, Frisches. Das ganze Spiel hat jetzt irgendwie so was Neues, Frisches bekommen, was ich richtig, richtig geil finde. So. Wow, da schießt natürlich die Gegner sehr, sehr, sehr schnell viel auf mich. So, die ganz Fetten, die gehen als Erstes weg. Die gehen als Erstes weg, Leute. So, yes, da ist ein Gegner runtergefallen. Wow, ein Mann weniger. Plus 1000 Punkte. Komm, ich muss hier mir nur schauen, dass die nicht rüberkommen können zu mir. Aber das können sie locker. Es ist witzig, dass man hier einfach nur auf den Boden... Nein! Da habe ich selber mir ein Loch geschossen. Aber wir bekommen 1500. Die Gegner natürlich 1500 mehr, denn die haben ja mich weniger. Und wir bekommen auch Erfahrung. Dieses Minispiel macht mega Fun, und man bekommt hier alle 4 Stunden ein Ticket, Leute. Man bekommt alle 4 Stunden ein Ticket und wir sind hier anscheinend 100. Wird jeder 100. sein, der was letzter ist. Das finde ich richtig, richtig nice. Kampagne haben wir schon durchgespielt. Sandbox will ich hier nicht spielen. Arena ist jetzt auch ein Minigame geworden. Wir spielen lieber Q-Herausforderung, denn die ist ja neu. Spielen wir die nicht. Das sieht, die entweder cheaten die Gegner. Bekommst du für das Video 2 Checkpoints gratis? Nein, ich will kein Video sehen. Ich will das ehrlich schaffen, ohne mir hier ein Video anzusehen, damit die, ja, die Spielentwickler hier Geld verdienen und ich. So. Denn ich habe ja schon einiges an Geld hier ausgegeben bei Pixelgun. Hä? Was war das jetzt? Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wieso habe ich hier nie spielen können? So, wo bin ich hier? Man kann hier also nur laufen und springen, Leute. Nur laufen und springen. So, da haben wir, glaube ich, den ersten Checkpoint. So, jump, nein! Ihr seht schon, ich bin hier gerade nicht der Beste in diesem Spiel. Und man muss hier wahrscheinlich das... Checkpoint kann man hier speichern. Oh, man kann hier sogar noch das drehen. Man kann hier das drehen, aber Danny fällt natürlich rund. Ich glaube, ich muss hier auf Checkpoint speichern drücken, damit ich hier weiter kann. Checkpoint speichern. Yes, wir haben einen frei anscheinend. So, wie komme ich hier schon wieder rüber? Ah! Komm! Yes, das kostet mir jetzt eines. Habe ich denn immer gespeichert? Oder eigentlich dann nur bis... Wow, hey. Wow, nicht sterben, sagte ich. Leute, das ist ja mega und da hat man ewig lange Zeit. Okay, das habe ich jetzt mal gut gemeistert, will ich mal so sagen. Oh mein Gott, wie weit man hier springt. Ah! So, noch ein Checkpoint, den hätten wir dann mal. Wir haben ja nicht so viele Juwelen. Habe ich ja alles für das Chest Opening ausgegeben. Und jetzt wird es mir zu blöd. Leute. Wir gehen jetzt zurück und schauen, was es noch für Minispiele gibt. Minispiele finde ich cool. Habe ich tödliche Spiele? Auf Zeit ist anscheinend auch mal wieder nur... Ja, ist ja auch ein Minispiel geworden. Und hier haben wir jetzt die doppelte Belohnung. Finde ich cool hier als Einstieg zum neuen Update, dass man hier doppelte Belohnung bekommt. Fertigung finde ich auch recht geil, Leute. Ja, wie findet ihr das neue Update? Lasst uns etwas in den Kommentaren diskutieren. Falls ihr es noch nicht habt, ladet es euch auf alle Fälle runter, wenn ihr, ja, Bock habt auf Minispiele und Fertigung. Ich finde es richtig geil. Das bringt frischen Wind in dieses Spiel rein. Vielleicht kommen hier wieder einige zurück, denn ich glaube, früher haben dieses Spiel mehr gespielt als jetzt. Und falls ihr es noch nicht habt, ladet es euch mal runter. Und dann können wir mal vielleicht gegeneinander spielen. So extremer Lauf. Das hört sich noch lustig an. Sieht aber auch Parcours. Get Shield. Wieso? Ich will kein Shield. Okay, wahrscheinlich läuft das automatisch. Okay. Nein! Wow. Ich dachte schon, ich gehe jetzt runter. Das ist krass, Leute.
Das ist krass, finde ich gerade. Und wieso springt man hier einfach nicht so hoch? Man springt hier nicht hoch. Aber es sieht lustig aus, Leute. Das ist richtig geil. Dieses Minispiel, das feiere ich richtig. Denn Parcours, das ist zu schwierig, finde ich. Aber das macht Spaß. Das macht richtig Laune. So, dann muss man richtig weit springen. Dann muss man auch auf den Sprungknopf bleiben, glaube ich. Oder muss man nicht. Solange man in der Luft ist, ist es egal. Und wir haben hier schon über 500 Schritte zurückgelegt. Und es geht hier weiter. Es geht hier weiter. Mal schauen, was die anderen Mitspieler hier für einen Rekord haben. Ich habe das vorhin nicht gelesen, was der Rekord bei diesem Minigame ist. Aber es ist sicher mehr als 713. Aber jetzt haben wir wenigstens mal eine eigene Bestzeit aufgestellt. Bewerten Sie dieses Minigame. Das finde ich cool. Das bewerte ich mit 5 Leuten. Okay, 2300. Ich glaube, da kommt man leicht in die Bestenliste rein. Ja, Leute. Wollt ihr mehr Minispiele in nächster Zeit? Oder wollt ihr mehr normale Battles? Oder wollt ihr einfach eine kleine coole Mischung zwischendrin haben? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Let's Play. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.